Tja, da sind wir wieder in der Eisfabrik von Rod, der hier, glaube ich, gerade unter seinem Auto hockt. Ja, definitiv. Der gerade unter seinem Van sitzt und ihn ein bisschen repariert, während wir hier ein bisschen durch die Lüftungsschächte der Fabrik, also das riesige Ventilatoren. Alter Schwede, was ist das hier? Noch einer. Noch so ein Schacht. Mit der letzten Folge haben wir ja Bekanntschaft gemacht mit ihm und seinen Robotern. Mal ruhig. Katzin! Doch, werde ich. Ja, das haben wir schon gemerkt. Dass wenn die uns sehen, lassen sie auf einmal Alarm. Machen die hier Alarm und dann kommt der nämlich. Weil das so laut ist. Ich glaube, das ist wie so. Ach Gott, das ist wie. So ein bisschen die Klingel bei Granny, dieses Glöckchen. Ja, okay, das ist richtig nice gemacht von der Animation. Legt sich hin, zack, ein bisschen anstoßen. Okay, was haben wir hier für Roboter? Ist hier ein Roboter? Hallo? Nein, scheint clear zu sein. Gut. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier. Alter! Pappaufsteller, ne? Ja. Hi. Was ist da? Grünes Eis? Mal hier die Tür aufmachen. Ich nehme an, dass wir auch Roboter irgendwo haben, oder? Haben wir hier Roboter? Safe, oder? Wir sind safe irgendwo Roboter. Okay, haben wir ein Bike? Ice Cream, cool. Ist doch safe irgendwo so ein Roboter. Eine Zahl, okay. Stimmt, hier muss ich ein Tutorial gucken, weil ich es einfach nicht kapiert habe. Und zwar, sozusagen, der Code fängt immer mit dieser Zahl hier an, wenn man hier ist. Okay, also, der Code ist 6. 6, 7. Glaube ich. 6, 7, das merken wir uns. Da kommt irgendwo ein Roboter. 6, 7, nee. Warte. Nee, 6, 7, 7. Sieben, sieben. Oh mein Gott! Okay, hat sogar Hausmeister-Roboter. Die mit Besen und so daherkommen. Okay, cool. Okay, 6, 7, 7. Sechs, sieben, sieben, sieben. Okay. Code. Wissen wir jetzt. 6, 7, 7, 7. Dem ist mal, glaub ich, wo. Ich muss mal schnell ein bisschen schauen. Alter, es ist dunkel hier drin. Kommen wir jetzt hier rauf. Hallo? Hallo? Aha, hier. Okay. 6, 7, 7, 7. Das müsste stimmen. Yes! Elektrisches Gewehr. Das sprüht ja richtig Funken. Alter Schwede, ist das. Alter, das ist irgendwie ziemlich laut. Was haben wir hier? Press to open. Du hast das Rohr geöffnet. Du kannst es jetzt durchqueren, um das gelegene Stockwerk zu. Warte mal. Oh, das ist wieder. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das haben wir jetzt so aufgemacht. Ich sollte das vielleicht mal. Also, der Boden sieht brüchig aus, aber kann ich da irgendwas machen? Rissiger Boden. Hier kannst du den Boden nicht aufreißen. Borus könnte dich finden. Ja, der hat zwar die Augen offen, aber pennt. Also. Okay, er wird wach. Oder Mel? Macht wie so leicht die Augen auf. So, Schaut wahrscheinlich ein bisschen verschlafen rein oder so. Oh. Das ist dieser Roboter. Okay, holen wir uns mal das Eis. Wo war das nochmal? Ich glaube, das war hier drin, oder? Ja, genau, das war hier. Rosa Eis. Und solange uns jetzt kein Roboter erwischt, sollte uns Rod auch in Ruhe lassen. Weil welche die letzte Cutscene gesehen haben oder die letzten Part, wissen, Rod kommt sofort, wenn er einen Roboter hört. Oder zumindest so, wie ich es gehört. Warte mal. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hat dieser eine Hausmeister-Roboter vorher einen Alarm abgelassen? Ja, der macht jetzt einen Alarm hier. Mist! Sei ruhig bitte! Ksch, Ruhe! Okay, wo kommen wir jetzt hier raus?
Auf jeden Fall, was wir wissen, Rod ist zwar nicht schnell, aber er ist auf jeden Fall. Also langsam kann man auch nicht sagen. Er ist auf jeden Fall nicht langsam. Aber er ist auch nicht so wirklich der schnellste. Was haben wir hier? Oh, noch ein Eis. Jetzt ist ein gelbes. Warte mal, der funkt. Der sprüht Funken. Lol. Ist der gerade abgestürzt oder so? Warte, der hatte da doch was, oder? Der hatte da was. Okay, zwei von drei. Okay, dann machen wir das Grüne auch noch. Okay, warte. Was hast du da? Ausweis. Okay. Danke. Das nehme ich mir mal sehr gerne. Das nehme ich mal sehr gerne an mich. Ich werde mir euch, ich renne jetzt gleich Rod in die Arme oder sowas. Ich nehme mal an, kommt der Safe her. Okay, Kartenlesegerät, hier ist nix. Auch nicht. Ich hasse das, wenn es so intensiv ist. Warte mal. Wenn der jetzt hier den Alarm lo ablaufen lässt, sollte er ja kommen, oder? Ja, der kommt definitiv. Da ist er schon. Warte, was ist das hier eigentlich? Eine Bombe? Was ist das für ein Quatsch? Bumm, einfach. Jetzt ist er, glaube ich, KO, oder? Oder zumindest betäubt. Wie bei jedem von diesen Horror-Games. Man kann die mit der Schrotflinte abknallen. Die sind nur bewusstlos. Ja, super. 100% Logik, ja. Logic, ne? Hallo? Okay, warte. Ich hatte doch hier. Ja, hier ist auch noch einer. Ist. Ja. Nein. Vielleicht? Nein. Vielleicht? Yes! Was ist das hier? Teppich? Für was brauche ich einen Teppich? Okay. Ich werde das nicht hinterfragen. Ich hinterfrage gar nichts. Warte, wo war nochmal das grüne Eis? Wo war das nochmal? Ich würde sagen, wir krabbeln mal zurück durch den Schacht. Falls Rotten jetzt nicht gleich entgegenkrabbelt, das sollte er aber nicht, weil. Wenn doch, dann ist er ein Cheater. So. Gott. Okay, er ist noch nicht zurück. Also kommt er erst noch, oder? Wo ist er gerade? Ich nehme nicht an, dass er immer noch KO ist, oder? Der steht doch safe irgendwo da oben rum. Genau wie die letzte. Genau wie in der letzten Folge. Und wenn ich wirklich etwas sagen kann, dass ich finde die neue Chase-Musik awesome. Oder halt auch die Idee dahinter, dass es jetzt einfach immer so kleine Bereiche sind und dann wirklich so fetten, zusammengerollten Teppich dem an den Kopf. Teppich gegen Kopf. Jetzt hat er safe so ein paar. Ein bisschen Teppichfell. Linkskirchen, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hat er jetzt am Kopf von seiner Maske dran. Der Typ, den ignoriere ich mal. Das ist, glaube ich, dann wirklich der erste Ice-Scream-Teil, den ich so durchzocke. Glaube ich. Okay, wir haben hier den Teppich. Der pennt immer noch. Der Boris. Boris. Mann, du faule Kartoffel. Mach mal was. Ich würde das. Mich stört das nicht. Warte mal. Wenn da vielleicht was, wenn der brüchig ist. Ich leg das besser mal ein bisschen zur Seite, ne? Wäre, glaube ich, klüger. Alter, das Ding funkt halt auch richtig. Alter Schwede. Hallo? Oh, Roboter! Wir gehen da gleich mal weg. Was ist der andere Roboter? Okay, der war schon. Hatschelt da vorne durch. Okay, dann gehen wir mal hier runter wieder. Dann holen wir uns mal das grüne Eis und packen das mal dahin. Okay, die pfeifen sogar. Die haben. Wie sind Roboter pfeifen? Rod, du hast wirklich an alles gedacht bei deinen Robotern. Oh, da ist er. Komisch, das hört er nicht? Bitte was? Ich glaube, ich höre Boris, der hier am Schnarchen ist.
Wo war das grüne Eis? Das war doch hier irgendwo, oder? Das war hier irgendwo. Ach hier, genau, da. Grünes Eis. Was können wir eigentlich damit? Was bringt uns das? Mann, da ist noch so ein blöder Hausmeister-Roboter. Ist das so ernst? Wie viele Roboter hat der bitte? Ja, super, der kommt mir jetzt entgegen. Der Typ watschelt da durch. Dann gehe ich. Mist, kann ich nicht. Weil da blockiert ist, kann ich da nicht durch. Aber Rod dürfte nicht kommen. Also, wenn er kommt, dann cheatet er, weil keiner von den Robotern hat bisher einen Alarm ausgelöst. Wohl kann er natürlich immer sein, dass sie auf einmal so einen Fake-Alarm auslösen, den du nicht hörst oder so. Ich glaube, das hast du noch nicht, der Pappaufsteller. Die geben dir immer das Gefühl, scheiße, da ist Rod. Nee. Oh, das ist der andere. Das ist ein Roboter. Slot. 3 von 3. Okay, kann ich jetzt den Schalter aktivieren? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Super klebriger Kaugummi. Was will ich mit Kaugummi? Oh, der da hat schon wieder einen kurzen. Welches nicht gesehen haben, also der Typ kriegt sowieso aussieht immer wieder einen kurzen. Aber das müssen wir, glaube ich, nutzen, wenn er deaktiviert ist, um von ihm dann den Ausweis zu klauen. Mann! Bitte was, der hat mich nicht gesehen? Okay, ich mach schnell hier durch. Geh mal schnell hier durch. Geh mal ganz schnell rauf. Ohne dass mich der Sir Roboter hier sieht. Tschüss. Ich bin nur eine. Du bildest mich. Du bildest dir das nur ein. Da war kein Kind. Da war kein Kind. Ja, Hilfe! Hier sind überall diese blöden Roboter. Und der marschiert jetzt hier nach vorne. Also. Na super. Aber ich sag, Alter. Die Idee ist echt cool. Ist echt eine coole Idee. Hier sind gar nicht vier. Kannst du nicht zählen? Wäre natürlich auch interessant, wenn die selber merken würden, dass da einer fehlt und dann suchen würden. Aber immer wieder das Rohr runter. So, okay. Wir haben jetzt den Kaugummi. Was? Ich war doch noch irgendwo. Hausmeister, Hilfe. Der Hausmeister, der böse Hausmeister-Roboter, der unseren Rod verpetzt, der wehe, wenn du mich verpetzt. Ist das der? Ja, das ist der Funken sprüht, ne? Das ist der. Der hat gerade wieder einen kurzen gekriegt. Der kriegt extrem oft einen kurzen. Na, Hilfe! Nein! Wo bist du? Der wird mich sehen, oder? Der wird mich sehen. Ich schleiche mich an ihm vorbei. So jetzt? Wow, Sneak 100! Ein Feuerlöscher. Was kann ich damit? Okay, das ist dieser Roboter, den haben wir ja vorher schon gesehen. Jetzt da. Ach, jetzt macht er kehrt. Okay, warte. Okay, ich glaube, ich verstehe, was wir machen müssen. Wir müssen uns hier drin verstecken, bis der Typ an uns vorbeigeht. Damit der uns nicht an Rod verpetzt. Ich höre ihn auf jeden Fall. Mann! Was zum Teufel macht der genau vor mir? Was zum Teufel? Das sind gleich zwei Stück. Okay, Rod kommt definitiv her. Alter. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Rod hat das Safe gehört. Alter. Aber jetzt habt ihr doch gesehen, was die können. Die können einen einfach stunnen.
Und das ziemlich Bescheuerte daran ist, man hat also wirklich ekelhaft lange gestunt. Also wenn man nicht checkt, dann können die einen ziemlich böse und ziemlich lange stunnen. Warte mal, was ist eigentlich hier los? Brett? Und ich das doch. Wow. Mann. Boah, das ist viel. Gleich an dem Typen weg. Der Typ soll nicht herkommen. Was in dem Item-Text? Item-Text? Der Typ geht da raus. Dann kann ich hier rauf, oder? Komm, geh doch da rauf, ey. Mann, was ist denn da so schwer? Geh doch einfach rauf. Geht doch. Okay, was heißt das jetzt genau? Superklebrige Kaugummi. Warte. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den drüber locken. Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Wir müssen wahrscheinlich hier mit diesem Kaugummi. Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen hinpacken. Zack. Angeklebt. Zack. Das ist aber nur ein Kaugummi-Dings. Wie zum Teufel kann man dafür von diesen Kaugummi-Dingen hinpacken? Zack. Und jetzt den Teppich drüber. Und den wahrscheinlich dann irgendwie auf uns setzen. Okay, das dauert sogar einen Moment. Zack. Die Falle ist eines bereits. Das musst du nur noch Boris herlocken. Ich würde sagen, da gehen wir mal den schönen Headshot. Headshot! Oh, der ist wach. Oh, ja. Ah! Wupp! Okay, rest in peace, Boris. Ja, der Typ ist tot. Ja, tschüss. Yes, wir haben ihn besiegt. Kein Boris mehr. So, was ist das hier? Ein Knopf? Oh. Oh ja, sie sind frei. Yes. Oh, Scheiße. Oh, Mist. Was? Oh, die Rune habe ich auch noch aufgemacht. Stimmt. Oh, hat's. Ha. Ja. Ja, das klingt jetzt mehr oder weniger einfach erzwungen, das Lachen, oder? Ice Scream 4. Du hast deine Freunde aus ihren Käfigen befreit, doch du bist noch immer in Rods Fängen. Es gibt noch einen Teil! Rods Fabrik birgt noch viele Geheimnisse. Ja, das war jetzt auf easy. Also wir haben, ja. Wir haben den zweiten Teil noch vor uns selber durchzocken müssen und den dritten noch. Also da kann man für ordentlich noch was zu tun. Ne? Auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Game. Auf jeden Fall. Falls ihr selber Game spielen wollt, nur zu. Auf jeden Fall ein richtig, richtig nices Game. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was sie hier noch dann hinzufügen werden. Weil das ist, glaube ich, alles, was man bisher kann im Spiel. Dieses Ending erreichen. Aber ich nehme an, die bringen da noch irgendwie ein bisschen mehr mit den nächsten Updates. Aber auf jeden Fall, falls es Updates geben wird, halte ich euch damit da sicher auf dem Laufenden. Aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge und bis zum nächsten Let's Play. Bis dann.